Ja, die nächsten 45 Minuten werden wir jetzt mal einen relativ hohen Flug über OpenBSD haben und die Idee, die da einfach dahinter steckt, ist, euch mal ein bisschen was zu zeigen. Was gibt es denn eigentlich noch außerhalb dieser klassischen Linux-Welt, die ihr vielleicht schon irgendwie kennt? Ja, kurz zu mir. Ich bin, früher kam ich mal aus der Region Gießen, inzwischen bin ich Exil Karlsruher, mache jetzt seit über 20 Jahren Linux und jetzt genau seit 20 Jahren so ein bisschen mit OpenBSD rum. Bin kein Committer, aber ist ein Projekt, was ich relativ gerne mag. So, falls ihr euch jetzt fragt, warum zum Henker mache ich das Ganze denn in Comic Sans? Ihr kennt vielleicht den Gag, wenn ihr schon mal eine Präsentation gesehen habt von den OpenBSD-Developern, die machen auch gerne das Ganze in Comic Sans. Aber ich dachte mir, ich bin keiner, deswegen frage ich mal demokratisch einfach im Fediverse nach und habe da mal einen Poll gemacht. Also Leute, soll ich das in Comic Sans oder in einem anderen Font machen? Und ihr seht, ganz knapp hat Comic Sans gewonnen, das heißt dementsprechend, ja, habt ihr jetzt die nächste Zeit dann einfach das Vergnügen, das Ganze in Comic Sans zu sehen. Wer von euch hat noch nie irgendwas von OpenBSD gehört? Mal kurz Hand hoch. Okay, niemand hebt die Hand, das ist schon mal sehr gut. Wer von euch hat denn schon mal OpenBSD eingesetzt? Mal zumindest installiert, mal ein bisschen mit rumgespielt. Ah, das sind doch bestimmt so 10, 12 Hände. Das ist gut. Jetzt die ultimative Gretchenfrage: Wer von euch setzt dann OpenSSH ein? Hervorragend, da gehen alle Hände hoch. Warum frage ich das ganz bewusst? Falls ihr es noch nicht wusstet, OpenSSH ist ein integraler Bestandteil von OpenBSD und wird auch von den OpenBSD-Developern aktiv maintained. Das heißt, immer mit dem neuesten OpenBSD-Release gibt es auch das neueste OpenSSH-Release. Es gibt noch eine ganze Menge weiterer Tools, die da entsprechend dabei sind. Vielleicht habt ihr schon mal was von LibreSSL gehört. Das ist OpenBSD-Version von OpenSSL, die einfach nach dem Heartbleed-Schwachstellen-Desaster als Fork geendet ist. Es gibt noch ein paar weitere Sachen. Vielleicht eine, die nicht so ganz bekannt ist, ist TMUX. Dieser Screenersatz, dieser Terminal-Multiplexer ist ebenfalls Nicholas Marriott, ein OpenBSD-Entwickler, der das Ganze auch dort macht. Nun, ja, warum OpenBSD? Warum erzähle ich nicht irgendwas über Arch Linux oder sonst irgendwas? Wie ist denn eigentlich so die Selbstwahrnehmung des Projektes? Und das Spannende finde ich, zwei Sätzchen, die ich euch mal kopiert habe. Also das ist so ein bisschen das integrale Selbstverständnis. Sie begreifen sich halt als ein Projekt mit relativ starker Security. Und damals, das ist schon ein bisschen älter, aber man verstand sich halt oder man will sich als Leading Number One in Security einfach verstehen. Und den Slogan, den ich vorhin schon durchs Auditorium habe raunen hören, der prangt oben auf der Webseite. Das ist ganz klassisch dieser Only two remote holes in default installation for heck of a long time. Relativ interessant, ihr könnt mal an der Historium Version Control System nachvollziehen, wie sich und wann sich dieser Slogan verändert hat. Also das ist relativ schön zu sehen. Aber im Inneren, eine gute Statistik. So, was macht denn jetzt eigentlich so ein OpenBSD-System aus? Was macht es denn irgendwie anders und warum ist es denn eigentlich nicht yet another Linux? Historie habe ich mir mal gespart, aber für alle, die Historie der BSDs nicht so ganz verfolgt haben, das Ganze ist schon relativ alt, kommt aus den 70er Jahren des letzten Jahrtausends und hat sich dann über die 80er Jahre als 4BSD weiterentwickelt und irgendwann Mitte in der 90er Jahre sind dann verschiedene neue BSDs entstanden und 1996 ist dann auch OpenBSD entstanden. Also ihr seht, inzwischen darf OpenBSD in den USA auch legal trinken, hat schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Was ist denn jetzt das Besondere oder was unterscheidet denn das? Wenn ihr schon mal unter Linux unterwegs seid und ihr kennt irgendwie so ein Debian-System, dann wisst ihr, da gibt es irgendwie einen Kernel, da gibt es eine ganze Menge an verschiedenen Utilities zum Installieren, Core-Utilities, gibt es da irgendwelche File-System-Checker, da gibt es eine Bash, da gibt es eine Libc und was auch immer. Und alles entstammt irgendwie aus den Federn von unterschiedlichen Open-Source-Autoren. Bei BSD-Distribution ist das so ein bisschen anders. Da gibt es in der Regel etwas, das nennt sich Base. Und Base ist im Prinzip das rundum glücklich-sorglos-Paket, was mindestens einen Kernel enthält,
das gesamte Userland, also sowas von BinLS über die Shell bis zu Libraries hin, bis hin zum Compiler. Und das Ganze wird auch nicht irgendwie separat maintained, sondern das wird wirklich en bloc als eins maintained. Was alle BSDs gemeinsam haben, ist irgendein Build-Framework, um Third-Party-Applications zu bauen, also den Firefox, den Chrome, was auch immer man haben will. Das nennt sich in der Regel irgendwas Ports. Dragonfly haben die D-Ports, FreeBSD hat die FreeBSD-Ports und so weiter. Und bei OpenBSD gibt es noch eine Besonderheit, X11, also das klassische Window-Manager-System, heißt bei ihnen Xenocara. Nicht, weil krasse Modifikationen drin sind, sondern einfach die Idee, die dahinter steckt, ist halt ein einheitliches Build-Framework zu haben. So, was steckt jetzt eigentlich in so einem OpenBSD drin, wenn ich da eine volle Basisinstallation mache? Und ihr seht jetzt, das ist eine ganze Menge, die da drin steckt. Also der erwähnte Kernel ist da, das Userland ist da, aber da ist noch eine ganze Menge weiterer Krempel dabei. Also wenn ihr da nur eine Default-Installation macht, ist da ein SSH-Server dabei, da ist ein NTP-Daemon dabei, da ist ein HTTP-Daemon dabei, da ist ein SMTP-Daemon dabei, für die Netzwerker ist so ein BGP-Daemon dabei und so weiter und so fort. Also ihr seht, das kommt eigentlich fast komplett. Was in der Regel zumindest bei mir dazu führt, wenn ich einen OpenBSD-Server einrichte, dann brauche ich eigentlich selten mehr als eine Basisinstallation und der ganze Rest ist eigentlich schon dabei. Was für Releases gibt es jetzt? Es gibt ganz klassisch, das Release und das ist das, was es fast der Uhr nach alle 6 Monate gibt. In der Regel immer rund um den 1. Mai und rund um den 1. November gibt es tatsächlich einen OpenBSD-Release. Die aktuelle Version ist 6.5. Wie komme ich jetzt zu Security-Fixes, zu sonstigen Fixes? Da gibt es die sogenannte Stable-Branch. Das ist einfach das Release plus alles, was an Fixes in dem Moment reingekommen ist. Wie man zu den entsprechenden Daten kommt, gehe ich später nochmal zu ein. Und das, was ich persönlich eigentlich am spannendsten finde, ist das sogenannte Current. Das ist die Development Branch. Das heißt, das ist die Version innerhalb von OpenBSD, in der die gesamte Entwicklung stattfindet. Und was relativ interessant ist, ist die Art und Weise, wie Current gehandelt wird. In der Regel, wenn ihr so einen klassischen Release-Prozess kennt, gibt es eine ganze Menge Softwareentwicklung, die passiert und ab einem gewissen Zeitpunkt gibt es dann irgendwie eine Alpha-Version. Und ab dieser Alpha-Version fangen dann die ersten Menschen an zu testen, dann gibt es eine Public Beta, dann testen mehr Menschen, aber irgendwie dieser Zeitraum zwischen ich fange an zu testen und dem eigentlichen Release, der ist relativ kurz. Und bei OpenBSD ist die Philosophie, alle, die sich irgendwie tiefer damit auskennen, die selbst entwickeln oder die Lust drauf haben, sollen bitte Current fahren. Und damit bekommt man wirklich tagesaktuell alle neuen Features und alle neuen Bugs. Hat den enorm großen Vorteil, wenn man die neuen Bugs direkt frei Haus bekommt, kann man auch direkt einen ordentlichen Bug-Report aufmachen. Und dementsprechend wird das Release halt kontinuierlich getestet, bevor es irgendwann mal für alle dann als Point Release zur Verfügung steht. Also das ist ein relativ anderer Ansatz, als ihr in den meisten klassischen Softwareprojekten kennt. Selbst wenn ihr ein Rolling Release habt, bei einem Arch Linux oder so, das sind einfach so viele unterschiedliche Komponenten, da testet ihr das halt nicht alles en bloc. Hier fehlt irgendwie so ein praktisches Tischchen. Okay, jetzt habe ich gesagt, es gibt da so eine Stable Branch und irgendwie laufen da Fixes, Erratas etc. rein. Wie komme ich denn jetzt dran? Das ist die ultimative Frage, die sich natürlich jeder stellt, der irgendwie einen Server betreibt. Und da gibt es die schöne und bequeme Variante und die funktionierende, erfahrene, aber ein bisschen unbequemere Variante. Die schöne Variante ist das, was man gemeinhin eigentlich auf fast allen Betriebssystemen kennt, sind Binary Patches. Und unter OpenBSD bekommt man die über ein Tool, das nennt sich SysPatch. Und zwar jeweils für die letzten 2 aktuell supporteden Releases. Also das wäre jetzt aktuell 6.5 und das davor 6.4. So, wo ist jetzt der Haken an der ganzen Geschichte? Den Haken habt ihr auf den Slides oben drauf. Also ihr müsst 64 oder 32 Bit Intel fahren. Da gibt es in letzter Zeit relativ häufig Patches aus diversen Gründen. Und 64 Bit ARM. Dann könnt ihr wirklich Syspatch eingeben, ihr könnt es über einen Cronjob laufen lassen und habt halt immer die aktuellsten Updates drin. So, für alle, die ein Spark, ein Longzion, eine SGI Workstation oder eine HP Precision Architecture noch ihr eigen nennen und gerne ihren Keller heizen,
Für die gibt es leider keine offiziellen Patches. Da bedeutet das halt einfach, ihr organisiert euch den Source Code, ihr checkt das letzte Stable Release aus und baut dann praktisch das gesamte Release mit ein bisschen Make-Fubar selber. Dauert ein bisschen länger, je nachdem, welche Architektur man unterwegs ist, weil teilweise sind das halt nicht so die schnellsten, also da kann man auch schon mal ein Momentchen am Compilen sein. Das Schöne ist aber, dadurch, dass BSD ganz klassischen Source-Code-Hintergrund hat, ist das System so fein abgestimmt, dass ihr wirklich mit 1-2 Make-Kommandos da entsprechend das gesamte System übersetzen könnt, ohne dass irgendwas schief geht, weil das ist einfach schon 35 Jahre lang extrem gut getestet. Also das sind so die zwei klassischen Wege, entweder Binär-Patches oder entsprechend den Source einzusetzen. Der dritte Weg, für alle, die dieses erwähnte Development Release namens Current einsetzen, da wird es unglaublich komfortabel. Da gibt es nämlich Binär-Snapshots, die jede Nacht neu erzeugt werden. Also kontinuierlich alle Changes, die irgendwie in den Source Tree eingecheckt werden, werden über Bildmaschinen gebaut. Bei einer AMD-Maschine, AMD64-Architektur, gibt es da zweimal am Tag Pi mal Daumen ein neues Release. Bei so einer PowerPC-Architektur kann das schon mal ein Momentchen länger dauern. Hat den enorm großen Vorteil für euch, wenn ihr so eine Kiste updaten wollt, dann geht es manuell oder inzwischen bei dem aktuellen Current auch vollautomatisch. Also die Kiste hier habe ich gestern Morgen beim Zähneputzen komplett geupdatet, also 2 Minuten mit der elektrischen Zahnbürste und da ist dann der neueste Development Snapshot inklusive X installiert. Also das ist inzwischen relativ komfortabel. So, jetzt haben wir ein komplettes Basissystem, jetzt wissen wir, wie wir es updaten. Die Installation, verzeiht mir, ist so einfach, dass ich die in den Slides bewusst übersprungen habe. Jetzt kommt natürlich die Frage, wie installiere ich denn irgendwelche Software auf dieser Kiste drauf? Und das sind die zwei Möglichkeiten, um Software auf einem BSD-System draufzubringen, nämlich einmal Packages und das andere sind Ports. So, wo liegt jetzt der Unterschied? Ich stelle bewusst nicht zuerst die Ports vor, sondern erst die Packages. Das ist ganz klassisch das, was ihr auch kennt, wenn ihr unter irgendeinem Linux unterwegs seid. Ob das ein Arch, ein Debian, ein Ubuntu, ein Fedora ist, ist vollkommen wurscht. Es ist am Ende irgendein Containerchen in irgendeinem Format mit Metadaten, in dem Binärdaten drin stecken. RPM, DEP, Tarballs und hier ist es halt auch das OpenBSD-eigene Format. Und die Packages bekommt ihr halt vorcompiled und könnt sie einfach installieren über eine ganze Menge an Tools. Jetzt kommt eine Besonderheit, die ist am Anfang extrem ungewöhnlich, wenn man irgendwie aus der Linux-Welt kommt und wundert sich dann auf einmal, wo sind denn jetzt meine Updates für Packages? Packages für ein Stable Release werden kurz vor dem Release einmal gebaut und stehen dann zum Release-Zeitpunkt zur Verfügung. Das heißt, in dem Moment, wo ihr so ein Release installiert, habt ihr neue Pakete oder ihr könnt, wenn ihr upgradet, einfach die Pakete upgraden. Danach gibt es aber bewusst keine Updates mehr, außer inoffiziell von Entwicklern oder über eine Firma, bei der auch OpenBSD-Entwickler drin stecken, das ist diese erwähnte M-Tier-Firma. So, woher kommt das jetzt? Das hat natürlich wie bei jedem Open-Source-Projekt so ein bisschen was mit Personalmangel zu tun und da muss man so diesen Trade-off schaffen zwischen, ich kann das leisten, was ein Debian-Security-Team oder ein Ubuntu-Security-Team leistet, ich kann nämlich Backports machen. Das heißt, ich finde eine Sicherheitslücke, schnapp mir den aktuellen Source-Code und modifiziere die existierende Version, die ich habe. Das kann man machen, das kostet aber auf der einen Seite relativ viel Zeit. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, die Zeit, die ich dort verliere, die kann ich natürlich nicht in das Testen von aktuellen Paketen stecken. Das heißt, dementsprechend muss ich da einfach den Trade-off finden. Und der Trade-off für die OpenBSD-Entwickler ist halt der. Also nicht wundern, wenn ihr dann eure Pakete updatet auf so einem Stable Release und da passiert einfach nicht viel. Deswegen in der Regel setze ich halt auf mein System hier das Open-Up von M-Tier ein, beziehungsweise die Dinge, die mir wirklich wichtig sind, die compile ich halt nach. Aber in der Regel ist das halt nicht ganz so viel. Gut, für Current. Current ist ein ganz klassisches Rolling Release. Das heißt, sobald der Builder angelaufen ist, einmal die gesamten Sachen durchgebaut hat, gibt es neue Pakete. Und in der Regel innerhalb von 24 Stunden, bis das durch die Mirrors durchsynchronisiert ist, habt ihr alles bei euch und könnt dementsprechend die Sachen installieren. Also fühlt sich an wie ein Rolling Release, ist ein Rolling Release. Und wer sich irgendwie in den Gegenden bewegt, wird sich da auch sofort zu Hause fühlen. So, wie komme ich jetzt zu meinen Paketen?
Das habe ich bewusst am Anfang von der Reihenfolge umgedreht. Das liegt an dem Zitat, was da unten in grau hinterlegt steht. Zu diesen Paketen kommt man über ein sogenanntes Ports-Build-System. Und das könnt ihr euch ganz klassisch vorstellen, wie es auch unter allen anderen Distributionen ist. Hier ist es jetzt ein Makefile, das heißt, wenn ich mir irgendwie ein GNOME, nein, das ist vielleicht ein bisschen groß, bleiben wir mal bei einem Vim. Wenn ich mir so einen einfachen Vim-Editor bauen will, dann gehe ich halt in ein gewisses Verzeichnis, das nennt sich dann User Ports Editors Vim und sage Make und danach kümmert sich ein Build-Framework um alles. Also der lädt die Tarballs aus dem Internet, der lädt alle Abhängigkeiten runter, der baut das Ganze durch und am Schluss fällt dann wieder ein Package hinten raus. So, klassisch. Jetzt dieses Zitat, was ich euch da auf die Folie kopiert habe, ich hoffe, die letzten Reihen können es lesen. Ist das grau bei euch da hinten lesbar? Ich sehe Nicken, hervorragend. Das ist ein offizielles Zitat aus der FAQ und das ist leicht anders zu dem, was ihr vielleicht von anderen BSD-Distributionen gewohnt seid, wo es durchaus Usus ist, sich extrem viel in Ports selber zu compilen. Sagen die OpenBSDler halt, ey, lasst es lieber. Nehmt einfach bitte Pakete. So, jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, woher kommt das? Warum greift da irgendwie jemand in meine Freiheit ein, zu bauen, was ich will? Naja, die Idee ist ganz einfach. Je nachdem, wie lange ihr schon in dieser Welt unterwegs seid, kennt ihr noch die Sprüche über Gentoo-Entwickler, ne? Compilst du noch oder arbeitest du schon? Wo man dann ganz viel an Build-Flags und an minus O2, O4, hast du nicht gesehen, rumgebaut hat, damit es halt möglichst schnell läuft. So, was machen diese ganzen Compiler-Flags, die man modifizieren kann? Die fummeln natürlich am Ende des Tages am Binärcode, am Kompilat rum. Und in dem Moment kann das natürlich bedeuten, vier Personen installieren viermal den Vim und viermal gibt es anderen Binärcode, weil jeder halt andere Compiler-Flags irgendwie getüttelt hat. Und das ist natürlich in dem Moment blöd, wenn irgendwie ein Bug-Report eingeht, so hey, mein Vim geht aus den und den Gründen nicht. Und dann sagt der Nächste, bei mir aber schon. Und der Dritte sagt, ja, bei mir geht es aber schon, aber wird grün. Und da ist die Idee natürlich einfach zu sagen, wenn ihr die Pakete von uns nehmt, habt ihr alle einen Vim und der ist immer grün. Und dann passt das auch irgendwie. Also ich persönlich, früher unter OpenBSD war viel Compilen angesagt. Inzwischen ist es so, wenn ich auf dem OpenBSD mal was compile, dann ist halt irgendwie Weihnachten oder ich will halt irgendwie aktiv Entwicklerfixes testen. Aber ansonsten läuft das bei mir alles aus Binär. Paketen oder halt aus Sets. So, das Ding ist installiert, das Ding ist up to date. Fühlt sich das jetzt irgendwie anders an? Oder sieht das auch nur aus wie yet another Linux, da kommt irgendwie ein Command-Line-Prompt hoch und am Ende des Tages sind wir irgendwie alle glücklich? Im Prinzip ja. Es gibt nur einige Dinge, die werden euch definitiv auffallen. Also wer Lust hat, kann sich gerne mal ein ISO-Image ziehen und hier direkt danach mal in eine virtuelle Maschine werfen. Dann kann man das relativ schnell sehen. So, das Erste, was euch definitiv auffallen wird, und das ist ja so ein bisschen die Gretchenfrage, ne? Welche Shell setzt du denn ein, ist die Default Shell unter OpenBSD ist weder eine Bash, noch eine Dash, noch eine C-Shell, noch eine TC-Shell, sondern das ist was ganz anderes, nämlich ein Fork der Public Domain Corn Shell aus den 90ern. Oh, da hinten schmunzelt schon jemand, ne? Es ist halt eine eher ungewöhnliche Shell. Wer von euch setzt eine Corn Shell ein, ohne OpenBSD-User zu sein? Also von hier oben sehe ich tausende Hände nach oben gehen, also effektiv gar keiner. So, warum das Ganze? Ja, historisch wird es da wahrscheinlich ganz viele Gründe für geben. Auf der Mailingliste war irgendwann mal die Rede davon, also eine statisch gelinkte Corn Shell ist halt einfach nur halb so groß wie eine dynamisch gelinkte Bash. Und auch einfach von den Zeilen an Source Code, die da ist, ist die Corn Shell doch signifikant kleiner als andere Shells. Also ich weiß nicht, wie jetzt der Vergleich mit einer Z-Shell ist oder mit einer Fish-Shell. Ich vermute bedeutend größer. Aber also trotzdem, probiert das mal aus, ist unglaublich bequem, kann auch Farben und kann Completion, geht wirklich alles. Und man kann damit hervorragend gut arbeiten und fühlt sich irgendwie auch gut. So, das ist so das Allererste. Das Zweite, was euch definitiv begegnen wird, wenn ihr euch nicht als Root einloggt, ist das Thema, wie werde ich denn Root? So, mal Hand hoch, wer von euch setzt denn sudo ein?
Genau. So, und jetzt alle Hände runter von denen, die wussten, dass Sudo von einem OpenBSD-Developer kommt. Ganz wenige Hände, jetzt nachdem die Logik geklärt ist. Ne? Also tatsächlich ist es so, Sudo entstammt von Todd Miller und der ist immer noch ein relativ aktiver OpenBSD-Entwickler, schraubt an Sudo rum, schraubt aber auch an diversesten Bereichen in OpenBSD rum. Also ist es irgendwie nur logisch und konsequent, dass Sudo natürlich auch ein integraler Bestandteil von OpenBSD ist. Leider ist Sudo tot in OpenBSD und long lebe du es. So, jetzt ist natürlich die Frage so, warum zum Henker, wenn ein OpenBSD-Entwickler schon Sudo macht, warum tauscht man dann tatsächlich Sudo innerhalb der Distribution aus? Und da gibt es einen extrem coolen Blogpost dazu, den will ich gar nicht vorne wegnehmen. Also ich werde die Slides danach online stellen und alles, was ihr hier kursiv seht, sind dementsprechend Links auf Hintergrundinformationen. Und die Idee ist halt einfach, eine Version von Sudo zu haben, die bedeutend kleiner ist, viel leichter zu auditieren. Und persönlich, was ich auch noch gut finde, ist die Grammatik zum Konfigurieren ist einfach so ein klein bisschen anders. Es ist bewusst kein full-blown Sudo-Ersatz, also ihr werdet nicht glücklich, wenn ihr da ein gesamt riesiges Setting habt. Dafür ist dann einfach doch Sudo aus den Packages verfügbar. So, wie sieht das jetzt aus, wenn man das Ganze mal miteinander vergleicht? Also ich habe hier Milchmädchen-Style mal die Lines of C-Code und die Lines of C-Header-Source mit C-Log gezählt. Also man möge mir die statistische Ungenauigkeit verzeihen, aber ihr könnt alleine schon sehen, okay, 9000 versus 500 Zeilen, das ist definitiv ein Unterschied und die Wahrscheinlichkeit einfach, dass ich in 500 Zeilen einen Fehler mache, die ist bedeutend geringer als in 9000 Zeilen. Der kann nicht weniger schlimm sein, aber es gibt halt einfach eine statistische Wahrscheinlichkeit. So, das wird euch definitiv auf einem OpenBSD begegnen und dann müsst ihr eine sogenannte Do-As-Conf schreiben und die sieht dann irgendwie so aus. Ja, hier oben möchte ich irgendwie dem User irgendwelche Rechte als Root einräumen. Persist bedeutet noch, naja, speichere mir mein Passwort mal eine gewisse Zeit. Root, okay, der soll auch bei Do-As, wenn ich mich mal vertippe, kein Passwort eingeben müssen. S-bin-halt soll der User bitte ohne Passwort eingeben. Und was ihr hier unten seht, sind mal zwei längere Varianten, wo man auch noch Umgebungsvariablen mit übergeben kann, was das hier einfach ist, ich führe alle Browser als separater User aus und ich brauche halt einfach die Sudo-Regel, um die Browser dann als anderer User ausführen zu können. Also sieht irgendwie ein bisschen schicker aus als das, was man so von der Sudoas-Conf kennt. Also da gibt es ja diverse Varianten an Chaos, die man in so einer Sudoas-Conf erzeugen kann. Gut. Soweit, so gut. Was kommt denn jetzt als nächstes? Das nächste, was interessant und ungewöhnlich ist, ist ein klitzekleines Tool, das nennt sich Signify. Und Signify macht genau das, was ich da auf der Slide stehen habe. Es verifiziert Signaturen von irgendetwas, was man gerne verifiziert haben will. Üblicherweise bei ganz klassischen Betriebssystemen ist das alles, was irgendwie an Installationsmedien, Daten etc. über das Netz kommt und natürlich alles, was irgendwie an vorkompilten Binärpaketen über das Netz kommt. So, Signify, schön und gut, aber warum zum Henker nicht GNU-PG oder irgendein PGP, das nutzen alle anderen ja auch. Die Frage haben sich damals, als das Thema aktuell war, natürlich auch die OpenBSDler gestellt und ich habe euch hier mal zwei Zitate des Autors von Signify mitgebracht und das erste, was er halt gesagt hat, naja, wir wollten schon irgendwie sicherstellen, dass der Code, den wir dann auch in unser Basissystem reinpacken, weil muss ja dann gemacht werden, sonst kann ich ja nicht die Signaturen verifizieren, der muss irgendwie unseren Qualitätsstandards entsprechen. Soweit so gut, ist ja ein extrem hehres Ansinnen. So, was damit natürlich einhergeht, ist die Komplexität des Codes. So. Und alles das, was man so bei klassischem GNU-PG kennt, ist halt schon ein Stückchen komplexes Stückchen Code. Und das Ganze will man vielleicht irgendwann mal auditieren und das wird natürlich schwierig. Und wer schon mal Krypto-Code auditiert hat, das ist nicht so, irgendwie macht nicht so viel Spaß. So, und dann hat er natürlich bewusst die richtige Frage gestellt, selbst wenn wir eine absolut perfekte Codebasis für PGP hätten,
dann müssten wir sie immer noch finden. Und in dem Vortrag, aus dem ich dieses Zitat rausgenommen habe, hatte halt Matthew Green, den Professor aus den USA für Krypto, zitiert, der gesagt hat, ich habe hier irgendwie 47 PGP-Installationen, welche von denen nehme ich denn jetzt? Und wenn Matthew Green die Frage stellt, ist sie natürlich durchaus berechtigt. Und deswegen haben sie sich gedacht, okay, dann bauen wir das Ding einfach selber. Wir können SSH, damit können wir irgendwie Krypto und dann haben sie sich halt einfach Signify gebaut. Ist inzwischen ein bisschen angewachsen, aber ihr seht es einfach hier vom Größenvergleich, da sind wir bei 200.000 Zeilen versus 2.000 Zeilen, also um den Faktor 100 mehr Codezeilen. Das bedeutet beileibe noch nicht, dass hier vorne das alles nur zum Signieren und zum Verifizieren drin steckt. Da steckt natürlich noch unglaublich viel anderes, aber die Statistik spricht da so ein bisschen für Sie. So, eine ganze Besonderheit, die vielen am Anfang immer wieder auffällt, es gibt da so irgendwas, das nennt sich Generic. Was ist denn das? Wer hat unter Linux schon mal händisch einen Kernel compiled? Make, was ist das, bz-config, irgendwas. Okay, das sind tatsächlich schon einige. Wer von euch hat vorher irgendwie mit einem make-menu-config an dieser Konfiguration rumgetüttelt? Okay, das ist fast dieselbe Zahl an Händen, die jetzt vorher den Kernel compiled haben. Ich setze OpenBSD seit 99 mit mehr oder weniger Pausen ein. Es kommt unglaublich selten vor, dass ich irgendwann mal an der Kernel-Config rumtüdle. Und die Idee, die dahinter steckt, ist, es gibt halt eine generische Konfiguration, die ist für alle. Das ist diese sogenannte Generic-Config. Ich will jetzt gar nicht in das Detail gehen, da könnten wir noch eine Stunde drüber reden. Ich will einfach nur ein bisschen was zu den Hintergründen und zu den Ideen sagen. Wenn ihr schon mal irgendwie in einem Open-Source-Projekt einen Bug-Report bekommen habt und da steht drin, work for me oder doesn't work for me, dann ist natürlich immer die Frage, okay, in welcher Umgebung funktioniert es denn für dich? Und wenn man jetzt einen krass handcompilten Kernel hat, in dem man die Sachen rausgenommen hat, die Sachen reingenommen hat, dann wird das natürlich absolut nicht deterministisch, wie man jetzt an diesen Bug-Report rangeht. Und die Idee bei OpenBSD ist halt, wenn du irgendwie über einen Fehler stolperst und du vermutest, es ist der Kernel, dann teste bitte mit diesem Generic-Kernel. Und wenn es dann immer noch geht, dann machst du einen ordentlichen Bug-Report. Weil nicht, dass es daran liegt, dass du irgendwas beim Compilen vertüttelt hast. Also das ist so einer der bemerkenswertesten Unterschiede. Und hier unten seht ihr mal die komplette Versioning-Zeile meines Kernels, die jetzt gerade hier auf dieser Kiste draufläuft. Also ihr seht, das ist vom 29. Und das ist der, den ich morgens beim Zähneputzen hier auf dieser Kiste installiert habe. So, jetzt haben wir ganz viel über Grundlagen geredet und am Anfang bin ich doch anmoderiert worden, da gibt es doch irgendwie Security-Features. Dann lasst uns auch mal ein bisschen über Security-Features reden. So, ganz am Anfang, wenn man über Security redet, dann reden Deutsche immer unglaublich gerne über die TOMS. Das sind die technischen organisatorischen Maßnahmen. Deswegen fange ich jetzt hier auch mal mit den organisatorischen Maßnahmen an. Es gibt nämlich einen interessanten Prozess bei OpenBSD, der nennt sich okay, Fragezeichen. Und was ihr hier seht, sind einfach wahllos rausgegriffene Ausschnitte aus irgendwelchen Mailinglisten-Postings, an denen halt Source Code hinten dran hing. Und die Frage, die dann jeder einzelne Developer gestellt hat, egal ob er extrem frisch ist oder halt schon seit 20 Jahren mitentwickelt, ist das für irgendjemand okay? Kann das irgendjemand für mich testen? Und kann jemand bestätigen, dass der Code korrekt ist? Und insbesondere, wenn man mal lernen will, wie Menschen Code-Review über Mails machen, ist das unglaublich wertvoll und eine interessante Erfahrung, sich mal auf der OpenBSD-Tech-Mailing-Liste zu subscriben, weil da passiert nämlich genau das, dass wirklich Source-Code-Review über Mails stattfindet. Also finde ich extrem beeindruckend. So, jetzt hat man die Frage nach dem Okay gestellt. Irgendwann bekommt man dann ja auch das Okay. Und hier seht ihr dasselbe in grün. Das sind jetzt Screenshots vom Versionskontrollsystem, in dem halt einfach genau die Bestätigung drin steht. Für diesen Change hat mir irgendwie der Peter, der Mike und der Rick, die haben mir das okay gegeben. Das heißt, die sind damit einverstanden, was ich gemacht habe.
Also das heißt, einerseits passiert natürlich ein extrem gutes Testing, auf der anderen Seite hat man so eine Art Vier-Augen-Prinzip. Das heißt, jemand hat schon mal drüber geguckt. Also das ist gängiger als bei allen anderen BSDs. Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, aber ich vermute, dass es auch bei FreeBSD nicht so stark gelebt wird. So, kommen wir ganz langsam in die technischen Maßnahmen rein. OpenBSD schimpft sich immer so ein bisschen mit dem Slogan Secure by Default. So, das kann unglaublich viel und gar nichts heißen. Was bedeutet das einfach? Es gibt so einen kleinen Scherz unter den OpenBSD-Entwicklern, der nennt sich Less Knobbiness, nämlich weniger Knöpfe. Und weniger Knöpfe ist eine unglaublich gute Sache. Wer von euch hat schon mal was in den letzten zwei Wochen irgendwie in Social Networks etc. von der Webseite howtomakelinuxfastagain.com gehört? Ja, das sind doch ein paar. Für alle, die die Webseite noch nicht gesehen haben, das ist einfach eine weiße Seite, auf der steht ein Command, also für die Linux Kernel Boot Command Line eine Reihenfolge von Optionen, wie man diese ganzen CPU-Schwachstellen, Mitigationen, also MDR Spectrum, Meltdown etc., L1TF, alle schön abschalten, um dann wieder entsprechend sein System schnell zu bekommen. Das ist natürlich absolut humoristisch gemeint, ich finde es auch total witzig, aber der Unterschied, der hier ist, unter OpenBSD kriegt ihr nichts abgeschaltet. Weder MDS noch L1TF noch Spectrum noch Meltdown noch sonst irgendwas. Es gibt eine einzige Sache, wo ihr tatsächlich einen Knopf umdrehen könnt und das heißt, ihr könnt Hyperthreading wieder auf die CPUs zuschalten. Aber per Default ist Hyperthreading auch aus. Swap, wenn ihr eine Swap-Partition anlegt, die ist per Default verschlüsselt. Wenn ihr irgendwie eine Festplattenverschlüsselung an sich im Einsatz habt, dann könnt ihr nicht irgendwie bei DMCrypt Parameter wählen. Also ich habe mich da früher immer gefragt, nehme ich jetzt AES, nehme ich AES XTC, nehme ich AES GCM und irgendwo habe ich mal gelesen, 128-Bit-Keylänge ist besser als 256 und wie viele Runden sollte ich jetzt, das funktioniert alles unter OpenBSD nicht, weil da ist das hart compiled. Da hat sich jemand, der Ahnung hat von Krypto und ich gehöre nicht zu diesen Menschen, Gedanken gemacht, was wäre da sinnvoll und das Einzige, was ihr anpassen könnt, ist die Zahl der Runden, mit der einfach der Key vorher gehasht wird. Ansonsten, was steckt denn da unter der Haube drin? Das ist jetzt eine Folie, wo ich euch wirklich einfach nur mit irgendwelchen Worten tot werfe und ganz gerne auf diese Präsentation, die da verlinkt ist, verweise, die ist von Theodor Rath, so Dictator of Life von OpenBSD und der hat eine hervorragende Präsentation zugehalten, was da unter der Haube alles passiert, um irgendwie Exploits und Konsorten das Leben schwer zu machen. Also schaut euch das mal rein. Im Nachgang kann ich auch vielleicht zu ein oder anderem davon eine Frage beantworten, aber bei drei Viertel der Sachen, das ist abgefahren, komplex und hilft hoffentlich gut. Also hier steht, da steckt eine ganze Menge unter der Haube. Auch was irgendwie Altsoftware angeht. Ne? Also wer von euch in der Industrie, vielleicht im kommerziellen Umfeld unterwegs ist, der kennt so die Skelette im Keller, so alte Produkte, wo eher der Server aus dem Rack rostet, bevor das nächste Update kommt. Sowas gibt es natürlich auch ganz klar in Codebasen, das existieren. Und in der Regel tut man sich immer so ein bisschen schwer damit, Legacy loszuwerden. Die OpenBSDler sind da ein bisschen proaktiver, das sieht man daran, dass da unglaublich viel rausgeflogen ist. Also es gibt keinen aktiven Bluetooth-Support, egal wie gut euer Bluetooth-Modul ist, es funktioniert nicht. Kleiner Tipp, man kann das ganz hervorragend umgehen, also ich habe auch Bluetooth-Kopfhörer im OpenBSD stecken, verrate ich euch einfach danach. Es gibt keine Loadable Kernel Modules, das heißt, wer irgendwie ein Rootkit zur Laufzeit nachladen will, hat es schwieriger als ein Insmod oder KLD-Load. Es gibt kein Linux-Kompatibilitätslayer mehr, es gibt kein Proc-File-System, kein Kerberos mehr, irgendwelche Architekturen sind da rausgeflogen im Laufe der Zeit. Also eine ganze Menge von dem Krempel haben die Jungs einfach abgeschaltet. So, jetzt gehen wir ein ganz klein bisschen ins Detail, weil ich euch ein paar Dinge zeigen will, die da unter der Haube stecken. Und das erste ist ein Versprechen, dass ich euch Bletch zeige. Da steckt jetzt der Wortwitz drin, weil Pledge ist Englisch das Versprechen. Was will ich denn überhaupt versprechen? Für alle, die diese Notation nicht kennen, das bedeutet,
Die Man, wenn man sich die Man-Page zu Pledge angucken würde, würde die in der Sektion 2 drin stehen. Und dementsprechend haben wir es hier einfach mit einem Funktionsaufruf zu tun. So, was macht denn jetzt dieses Pledge? Das hat eine ganz einfache Idee. Wie erzeugt das Sicherheit? So ein Programm an sich, das funktioniert wie so ein Kochrezept. Das heißt, im Laufe seiner Lebenszeit ruft so ein Programm eine ganze Menge sogenannter System Calls auf. Das ist einfach über eine Library reingelinkte Funktion, wo ich dann sagen kann, ich würde gerne von einem Socket lesen, read, ich würde gerne schreiben, ich würde ihn zumachen, ich will gerne, keine Ahnung, ein Verzeichnis-Eintrag erzeugen, vollkommen wurscht. Wichtig ist nur, davon gibt es eine ganze Menge. Und die Idee, die hinter Pledge steckt und in vielen anderen Dingen, ist einfach, wir nehmen die System Calls dem Programm weg, die es tatsächlich nicht braucht. So. Ist die Idee irgendwie Rocket Science brand new und gibt es dafür die nächste Fields-Medaille? Nope. Die Idee ist tatsächlich relativ alt. Alt in Anführungszeichen. So mit einer der ersten Sachen war SE Linux von der NSA. Es gibt unter FreeBSD gibt es einen Syscall-Filter, der nennt sich Capsicum. Unter Linux gibt es SecCom, wo man irgendwie mit den Berkeley-Packet-Filtern-Dingen da entsprechend Syscalls filtern kann. So. Gut, jetzt ist natürlich die Frage, warum? Und die Frage gebe ich euch sozusagen als Denkanstoß direkt wieder zurück. Wie viele Programme setzt ihr im täglichen Gebrauch ein, die tatsächlich mit einem dieser genannten Filtersysteme, mit diesen Syscall-Filtern sauber abgedichtet sind? Na, also wer von euch hat ein System mit SE Linux am Laufen, egal ob es jetzt eine Workstation ist oder ein Server oder sonst irgendwas, wo tatsächlich ein Großteil der Programme halt über SE Linux geschützt ist? Gibt ja irgendwie, hey, 2, hervorragend, es werden ein paar mehr. Da hinten wird es schon vage, aber einfach provokativ gesagt, ihr wisst einfach, wovon ich rede. Ne? Es gibt ja diese schöne T-Shirts, ich glaube, es heißt irgendwie Z-Enforce T0 oder so, wie man SE Linux ausschaltet. Oder das Erste, was ich bei Red Hat mache, ist den Krempel ausschalten. Also das kommt nicht von ungefähr. So, inwiefern ist denn jetzt Pledge anders als das, wo ich gerade gesagt habe, was tatsächlich nicht so oft im Einsatz ist? Pledge verfolgt einen einfachen Ansatz, der basiert darauf, dass man ähnliche System Calls, die ähnliche Funktionen erfüllen, auch von der Logik her einfach in Gruppen zusammenfasst und dem Programm nicht wirklich haarklein vorgibt, du darfst nur den System Call A, B, C, D, E nutzen, sondern einfach sagt, das Programm darf System Calls aus einer bestimmten Gruppe nutzen. Das ist halt ein Gießkannenansatz. Das eine ist fein granular, damit natürlich extrem aufwendig und fehleranfällig. Das auf der einen Seite ist einfacher zu implementieren, aber es bedeutet natürlich, ich gieße mit der Gießkanne die System Calls aus. Kann gut sein, muss nicht unbedingt. Wie sehen denn jetzt solche Gruppen aus? Das ist nur ein Beispiel. Es gibt insgesamt, ich weiß es gar nicht, eine zweistellige Anzahl davon, 10, 12, 14 von diesen Gruppen. Und was ihr da einmal seht, ist vorne der Name dieser Gruppe. Eine Menge von System Calls, auf die das Ganze zutrifft. Und halt, was kann ich damit machen? Und so das Erste, was ihr seht, ist irgendwie die größte Gruppe, eine Menge von System Calls für Standard I.O., also irgendwie Eingabe, Ausgabe. Ich kann was mit File-System, mit File-Deskriptoren machen, ich kann ein Select machen, ich kann irgendwas lesen, ich kann was schreiben, etc. Es gibt eine Gruppe, die beschäftigt sich rein mit Lesen und Zugriff auf irgendwelche Pfade, etc., schreibender Zugriff, es gibt eine Gruppe für irgendwie Socket-Kommunikation über INET oder INET6-Sockets, Unix-Domain-Sockets sind da ausgeklammert, da gibt es eine eigene Gruppe für. Und jetzt die Idee, die dahinter steckt, ist, man guckt sich sein Programm an, versteht, wie das Programm funktioniert und wenn man so ein bisschen diese Commit-Historie verfolgt, ist das tatsächlich interessant zu sehen. Es gibt unglaublich, also Programme, die sehen unglaublich einfach aus, aber tatsächlich sieht man dann so, dass irgendwann ein Commit kommt, hey, da war einfach das Pledge komplett verkehrt, das müssen wir an irgendeiner anderen Stelle machen. Also das ist interessant zu sehen. Also Programm lesen, Programm verstehen und an den passenden Stellen verspricht man dann, das Programm nutzt wirklich nur diese Syscalls. Und wenn ein Programm dann einen Syscall nutzt, der entsprechend nicht versprochen worden ist, dann kommt der Kernel, haut mit dem großen Hammer drauf.
Das heißt, effektiv unter OpenBSD kann euer CUT irgendwie nicht ins Netzwerk funken, weil in dem Moment, wo er ein Socket aufmachen würde, käme halt einfach der große Hammer. Genau. Unterschiedliche Varianten. Also es ist nicht so one pledge fits it all, sondern man muss halt einfach gucken, wie ist der Funktionsflow meines Programms. Wenn ich vielleicht ein Teil habe, was nur Dateioperationen macht, sage ich, okay, du kriegst die Rechte für Dateioperationen, aber nicht für Netzwerkcode. Und irgendwie ein anderer Teilbaum macht halt Netzwerkgerümpels, aber schreibt vielleicht nie auf Dateisystem und dementsprechend kann ich dann andere Pledges angeben. Was immer geht, ich kann auch im Laufe des Programmes meinen Trichter an Pledges immer enger machen, das heißt, ich kann sie wegnehmen. Ich kann sagen, hier vorne am Anfang zu initialisieren. Initialisierungsphase meines Programms brauche ich extrem viele System Calls und irgendwann brauche ich weniger und weniger und dann gibt es aber auch nie wieder mehr. Wenn man dann wieder einen mehr braucht, dann ist das Programm weg. So weit, so gut. Nutzt das jetzt überhaupt irgendjemand? Ich habe ja bewusst mal ganz provokativ gesagt, ey, hat das schon mal SE Linux, setzt das jemand ein? Dann musste ich natürlich die Frage hier auch für Pledge einmal mitbringen. Also hier seht ihr mal ein prominentes Beispiel. Ich bin ja froh, dass ihr so zahlreich alle hier gekommen seid, weil im Nachbarräumchen ist hier der i3 Michael Stapelberg am Erzählen. Also ich dachte, ihr geht alle zum Herrn Stapelberg oder zum Herr Kompa Pokerspiele. Also von daher schön, dass ihr alle da seid. Und hier habe ich euch mal den GitHub-Auszug mitgebracht, als i3 dementsprechend gepledged worden ist. Und ihr könnt oben schon von der Commit-Description sehen, dass sich da wirklich jemand Gedanken gemacht hat, welche Gruppe brauche ich für welchen Teil des Projektes. Und ihr seht auch hier an entsprechend dem Diff, der da rausgekommen ist, der ist nur so groß wegen dieser einen Besonderheit. Da musste man noch entsprechend eine Variable in einem anderen Teil zur Verfügung machen. Also der eigentliche Pledge-Diff, der ist bedeutend weniger als da diese 26 Zeilen. Könnt ihr euch mal angucken. Einfach nach Pledge-Support bei i3 suchen, falls jemand von euch i3 einsetzt. So, wie sieht das jetzt aus? Im eigentlichen OpenBSD-Basissystem sind es über 350 Programme, die halt alle unter Pledge laufen. Das fängt irgendwie an bei Add, über Cut, über VI, über alles, was komplexer ist. Also so ein NTP-Daemon oder so ein Webserver oder ein OpenSSH, die sind alle fully pledged. In dem Port-System ist es natürlich sowas, das muss man irgendwie immer reinbringen und dann wird es da entsprechend ein bisschen weniger. Aber ihr seht, so die großen Brocken, ne, das Betriebssystem im Betriebssystem, die sind halt auch irgendwie mehr oder weniger gut dabei. Also da ist bewusst nicht heile Welt, einfach wegen dieses Gießkannen-Verfahrens. Aber irgendwie Firefox, Chrome, Iridium, die sind alle gepledged. Und hier insbesondere, was ich persönlich super finde, ist, da ist ein PDF-Reader dabei. Und wenn ihr heutzutage wisst, was ein PDF alles an lustigen Dingen anstellen kann, bin ich eigentlich froh, dass mein PDF-Reader da echt nicht so viel darf. Nun, summa summarum. Hier seht ihr mal einen kleinen Screenshot. Ich hoffe, ihr könnt ihn lesen. Ganz aktuell frisch von diesem System hier. Einfaches PSAUX. Und was ihr hier sehen könnt, ist halt einfach die verschiedenen Prozesse, die gerade laufen. Da ist jede Menge Gerümpel dabei. Hier oben haben wir einmal den Firefox, Init, DHCP-Client, Netzwerkgerümpel, NTP, SMTP. Und das Interessante ist diese Statusspalte hier. Überall, wo ihr ein kleines P seht, der Prozess läuft irgendwie unter Pledge Restrictions. Und dieses P zieht sich eigentlich relativ weit durch. Also die nehmen dieses Thema Eat Your Own Dog Food tatsächlich sehr ernst. Bitte was? Du hast ja einen Thread immer im Kontext eines Prozesses laufen, von daher. Gut. So, einen kurzen Ausblick noch in ein neues Feature. Das nennt sich Unwheel. Ja, also wir enthüllen mal das Filesystem. Irgendjemand hat da extrem viel Humor, was die Benamung von Syscalls angeht. So, was bedeutet denn jetzt das Dateisystem enthüllen?
Naja, die Idee, die da einfach dahinter steckt, ist, generell kann ein Prozess eigentlich alles sehen. So, ne? Der läuft irgendwie bei euch auf dem System und innerhalb seiner ganz klassischen Discretionary Access Controls hat der eigentlich die Möglichkeit, alles das zu sehen, was er sehen soll. So, jetzt ist natürlich die Frage, A, muss er das tun und B, ist das gut? Und die Frage, muss er das tun, die ist natürlich definitiv, nö, in der Regel muss ein Prozess nur das sehen, was er machen soll. Und ist das gut? Nee, in der Regel ist das auch nicht gut. Und daher kam einfach die Idee von diesem Unveil System Call, da entsprechend die Rechte im Dateisystem ein bisschen einzuschränken. Wie funktioniert das Ganze? Tatsächlich müsste ich euch das mal mitbringen, damit man gleich die Beispiele kapiert. Es ist im Prinzip ein ganz einfacher Funktionsaufruf mit zwei Parametern. Und das erste, was ich angebe, ist der Pfad. Und das zweite ist ein Set, eine Menge an Flags. Der Pfad kann eine Datei sein oder der kann ein Verzeichnis sein, wobei dann rekursiv alles unten drunter mitgilt. So, was passiert jetzt entsprechend, wenn irgendjemand irgendein Prozess auf irgendetwas draufläuft? Oder nee, halt, erzähle ich später. Ich mache erstmal das Beispiel. Shit. Ich hätte das Beispiel vor die Konsequenzen machen sollen. Ich mache erstmal das Beispiel und dann springe ich wieder zurück. So, das ist das, was in der Regel ein Prozess sieht. Also das ist keine vollständige Dateisystemhierarchie. Ich habe das Bild gestern nur mit DIA gemacht und bin irgendwann wahnsinnig geworden. Ich hasse Bilder machen. Von daher verzeiht mir dieses einfache, simplifizierte Dateisystem. Also per Default sieht ein Prozess in der Regel eigentlich alles. Wie gesagt, in den Grenzen, in denen er etwas sehen darf. Wenn ich jetzt irgendwie meinen Source Code modifiziere und sage, hey, ich möchte gerne dieses Stückchen, nämlich in dem Fall /etc, enthüllen mit Leserechten, dann sieht der Prozess auf einmal nur noch das. So, jetzt ein Prozess, der in der Regel nur etc sieht, naja, kann funktionieren, vielleicht will man noch irgendwie ein bisschen mehr sehen, dann kann ich dasselbe Spielchen einfach nochmal machen und sage dem Prozess halt einfach, naja, du darfst noch ein bisschen mehr sehen und hier hast du noch S-Bin lesend dazu. Ist ein vollkommen arbiträres Beispiel, ergibt überhaupt keinen Sinn, aber reicht für die Demonstration. So, jetzt stellt sich natürlich die Frage, okay, du hast jetzt ein bisschen was hinzugeschaltet, naja, dann hole ich mir doch einfach wieder Slash und dann sehe ich wieder alles. Der Trick ist, man muss das Ganze sozusagen abschließen, indem man irgendwann zu einem Zeitpunkt mal sagt, so, ab jetzt gibt es kein Unveil mehr, jetzt musst du mit dem leben, was du irgendwann mal siehst. So. Jetzt springe ich wieder zurück. Was sind denn jetzt die Konsequenzen für so einen Prozess? Alles, was irgendwie nicht in den sichtbaren Bereich geschoben ist, kriegt der Prozess, wenn er versucht, auf so eine Datei oder irgendwie irgendetwas zuzugreifen, bekommt er, das funktioniert nicht. Und wenn die Flags irgendwie verkehrt gesetzt sind, dann bekommt er entsprechend einen Zugriffsfehler. Also wenn ich nur lesende Rechte habe und versuche zu schreiben, bekommt mein Prozess entsprechend dann ein Access Denied. Also ihr seht, man schränkt schrittweise das ein, was der Prozess sehen kann und sagt dann, jetzt ist Schicht und lebt bitte damit. So, nutzt das auch jemand? Ja, die Zahl ist deutlich geringer, weil das Feature auch wesentlich neuer ist als bei Pledge. Also ihr seht, wir sind hier, ich habe es klein drunter geschrieben, bei 63 Programmen im Base, die Unveil nutzen. Also da ist noch viel Luft nach oben. Es sind ein paar relativ spannende Sachen dabei. Also was ich persönlich immer ganz spannend finde, ist TCP-Dump. Wer TCP-Dump kennt, damit kann man hervorragend Netzwerkpakete analysieren. Und wer die Security-Historie von den Schwesterprojekten wie Wireshark kennt, weiß, Parser sind unglaublich komplexe Biester und da stecken halt gerne mal fette Lücken drin. Und je mehr ich halt die Angriffsoberfläche eindämmen kann, über Pledge, über Unveil, über sonst irgendwas, desto besser ist das natürlich. Das heißt, hundertprozentige Security ist ja nie drin, das heißt, ich muss es einfach dem Angreifer schwer machen. So, das war jetzt Eat Your Own Dog Food. Wie sieht es denn eigentlich mit dem Rest der Welt aus? Gibt es irgendwelche Third-Party-Programme, die das Ganze überhaupt nutzen? Tatsächlich, die OpenBSDler haben so eine interne Messlatte, die sie anlegen. Wenn es damit funktioniert, dann wird es auch mit dem Rest des Planeten sauber funktionieren. Und zwar haben sie es geschafft, Unveil in Chromium reinzudübeln. Und Chromium dauert
Also der Build unter OpenBSD von Chromium dauert länger als der gesamte Rest der Third-Party-Packages. Also ne, das sind irgendwie 5 Millionen Zeilen Code, die man mit irgendwelchem obstrusen FUBA übersetzt. Auf jeden Fall, der funktioniert tatsächlich. Ich bin ja sonst kein Chrome-User, aber tatsächlich musste ich euch das jetzt mal zeigen. Deswegen habe ich hier mal ein Chromium. Also was ihr hier seht, ist einfach DAGP, das sind meine Slides, die ich euch gerade zeige. Und das ist der Pfad zu meinem Downloads-Verzeichnis. Und wenn ich jetzt hier irgendwie auf das Parent Directory wechsle, seht ihr, passiert einfach gar nichts. Ich kann auch nicht in meinen SSH-Folder wechseln. Also mein Webbrowser sieht genau ein Verzeichnis. Das ist gecheatet, weil die Plugin-Verzeichnisse sind auch dabei. Aber der kommt nicht an .ssh, der kommt nicht an Documents, der kommt gar nichts. Und wenn ich irgendwas angreifen würde heutzutage, dann ist es einfach so ein Monster. Und dementsprechend ist das schon irgendwie ganz nett, das Gefühl dazu haben. So, wie sieht es im Rest des Portstrees aus? Jetzt wird es interessant und dürftig. Also da ist noch ganz, ganz viel Luft nach oben. Also ich habe keine Ahnung, warum da diese zwei Schneeflöckchen wie die Desktop-File-Utils und die Shared-MIME-Info dabei sind. Ich weiß es wirklich nicht, ich habe mal gekrabbt, aber sind dabei. Also es ist noch ganz, ganz viel Luft entsprechend nach oben und wer da Spaß haben will, kann sich da gerne austoben. Hint, es ist nicht trivial, das korrekt zu machen. So, summa summarum, famous last words, bevor ich euch auf die Wiese entlasse. Was ist denn eigentlich der Grund, warum ich OpenBSD einsetze? Das war ja jetzt extrem nüchtern, relativ faktenbasiert. Warum setze ich denn eigentlich OpenBSD ein? Was ich persönlich ganz stark mag, ist einfach dieses Secure by Default. Das heißt, selbst wenn ich ein System installiere und überhaupt nichts dran mache, kann ich mir sicher sein, dass es in einem extrem guten und sicheren Zustand sich befindet. Persönlich erste Reihe ganz außen, was ich total mag und was mir jedes Mal wieder auf die Füße fällt, wenn ich irgendwie eine Linux-Distribution upgraden muss, ist dieses Thema No Surprises. Also ich habe letztens mal wieder ein Ubuntu geupgradet, weil ich es musste und dann irgendwie war dann auf einmal ein netplans.io da, den ich in YAML konfiguriere, der das irgendwie in diesen Netzwerkmanager reinfeedet und ich wollte nur eine IP haben. Also und bei OpenBSD ist es unglaublich toll, es gibt einfach wenig Überraschung. Das heißt, das System funktioniert, man würde sagen, wertkonservativ. Exploit Mitigations stecken da jede Menge drin. Es ist eine All-in-One-Solution, das heißt, ich muss mir nicht Gedanken machen, wenn ich irgendwie Mails ausliefere für Status-Reports etc., welchen Mail-Server setze ich ein? Ja, weil der ist einfach dabei. Die Dokumentation ist ganz, ganz hervorragend. Also die Manpages sind qualitativ super hochwertig und ich komme eigentlich von Dragonfly. Da haben wir einen, der macht den ganzen Tag nichts anderes, aber bei OpenBSD ist das nochmal ein Stückchen besser. Und die Community ist absolut aktiv. Also das macht wirklich Spaß und ich weiß auch von mindestens einem Entwickler, der hier auf der GPN ist. So, dann sollte ich es denn irgendwie nicht einsetzen, wenn ihr irgendwie stapelweise Commercial of the Shelf Software habt. Also nee, wird einfach nichts. Wenn das vorkompilte Binärpakete sind, irgendein SAP, nee, machen wir nicht. Dasselbe ist großes Manko von OpenBSD, ist das Dateisystem, das ist gut, das ist ordentlich, das ist abgehangen, das lässt sich sauber debuggen, aber das ist halt einfach im Vergleich zu einem ZFS oder einem Hammer, da ist noch Luft nach oben. Also wenn ihr das braucht aus beruflichen, sonstigen Gründen, ey, dann lieber was anderes. Performance ist immer sowas, Security kostet ein bisschen Performance, insbesondere wenn man dann irgendwie 12 Cores hat auf so einem AMD Ryzen, da gibt es bessere Scheduler. Und ein Grund ist ja, ihr mögt es einfach nicht fair, ja, dann, ey, hey, committet oder macht mit dem Projekt, was euch am meisten Spaß macht. Macht da einfach mit. So, damit summa summarum. Schön, dass ihr da wart. Jetzt haben wir noch wie viel Zeit für Fragen? 5 Minuten Zeit für Fragen. Ich bin auch danach noch da. Ich stehe auch für Fragen, Bier etc. einfach zur Verfügung. Dann vielen Dank an XHR. Wir haben hier schon die erste Frage. Direkt hier, erste Reihe. Da geht das andere Mikrofon jetzt hin.
kann man, also gibt es praktisch Helper-Programme, die sagen, okay, ich rufe einen anderen Prozess auf und ich kann schon Pledge und dieses Unveil in dem Helper-Programm irgendwie konfigurieren und der forkt dann den Prozess ab und das Pledge und Unveil wirkt dann? Die kleine Antwort wäre jein. Also die richtige Antwort ist tatsächlich nein, weil so funktionieren die beiden Dinge nicht. Also insbesondere bei Unveil wird es halt extrem schwierig. Ich sage bewusst nein, weil irgendjemand hat auf der Mailingliste ein sogenanntes Pledge-Programm eingeschickt und mit dem man im Prinzip einen zweiten Prozess übergeben kann. Man gibt eine Menge von Pledges an. Der Punkt ist halt nur einfach, da ist die Gießkanne extrem groß. Weil die Idee ist ja eigentlich, du guckst dir an, wie verläuft der Kontrollfluss deines Programms. Und wenn du an diesem Teil nur Netzwerk machst, gibst du auch hier nur Netzwerk-Pledges an. Und wenn du an diesem Teil Dateisystem machst, aber kein Netzwerk, machst du hier nur Dateisystem. Und wenn du so einen Wrapper außenrum hast, musst du natürlich die große Gießkanne ausschütten. Und dann stellt sich natürlich am Ende die Frage, wie viel gewinnst du? Weil wenn du alle Pledges machst, dann brauchst du kein Pledge. Aber besser als nichts. Okay, gibt es noch weitere Fragen? Ja, da hinten gibt es noch eine. Ja, eine Frage zum Init-System. Was benutzt OpenBSD da? Wundert mich, dass das nicht als erste Frage kommt. Also definitiv, wer Systemd nicht mag, wird sich bei OpenBSD hervorragend wohlfühlen. Da gibt es nämlich nicht. Also da ist ein ganz klassisches BSD-Init drunter. Ist unglaublich deterministisch. Und im Vergleich zu Systemd natürlich auch unglaublich langsam. Fair, aber dafür kann ich es halt debuggen und ein Systemd kriege ich inzwischen nur noch mit Schmerzen debuggt. Also geht mir persönlich so. Also sind das dann wirklich System5-Skripte? Also da gibt es jetzt nichts, so Watcher wie, was weiß ich, Runit oder andere Init-Systeme? Es ist kein System5, es ist ein BSD-Init, also du hast keine Run-Levels. Und du hast auch jetzt nicht irgendwie Process Supervision, dass du halt irgendwie sagen kannst, okay, jetzt ist gerade mein Apache gestorben und führe jetzt bitte Aktionen aus. Also ich persönlich bin kein Freund davon, wenn irgendetwas stirbt, dann hat das irgendwie einen Grund. Das ist wie mit dem Vogel im Bergwerk. Wenn der stirbt, dann gibt es dafür einen Grund. Und dann will ich den Vogel halt nicht irgendwie als Zombie in der Kiste haben, sondern ich will debuggen, woran liegt das. Das mit dem Bluetooth, wie hast du das gemacht? Und gleich Folgefrage, geht auch eine Maus? Also wenn du gleich zu mir nach vorne kommst, es gibt von Creative einen USB-Bluetooth-Stick. Das ist so ein klitzekleiner Pömpsel und den stecke ich hier rein. Dann meldet sich ein USB-Audio-Device und dann drücke ich auf diesen Creative-Stick drauf. Dann pairt er sich mit allem, was nicht bei 3 auf dem Baum ist, hoffentlich auch mit meinen Kopfhörern. Und dann bin ich fertig. That's it. Also ich habe unter Linux mal Bluetooth konfiguriert, also ich hätte mir damals diesen Stick gewünscht, weil du steckst ihn rein und er geht instantan. Okay, für eine letzte Frage hätten wir noch Zeit. Gibt es noch irgendwas? Ja, ich würde einfach hier. Bei den anfänglichen Slides war dieses Xenorama, oder wie war das noch? Wie nennt sich das? Diese Xenokara. Ja. Und andererseits war im Base-System X11 aufgeführt. Also ist X11 jetzt in 2 Versionen vorhanden, oder? Nee, also es ist, wie gesagt, Xenokara ist einfach nur eine Bildumgebung für einen modularen X-Server. Und du hast bei der Installation oder auch beim Upgrade die Wahl, was möchtest du denn gerne installieren. Also du kannst wirklich nur ein ganz abgespecktes Basissystem ohne Compiler, ohne irgendwas installieren. Und dann ist dann auch kein X11 dabei. Also es gibt, sagen wir mal, verschiedene Sets, Basissysteme, es gibt ein Set mit den ganzen alten Unix-Games, es gibt was mit Compilers und dann gibt es das gesamte X-Gerümpel. Aber du bekommst immer alles aus einem Guss, das heißt, wenn du das irgendwie haben willst, bekommst du es und dann passt auch alles zusammen, aber du musst es nicht installieren. Also auf einem Server habe ich zum Beispiel kein X11 laufen. Damit ist es 20 Uhr und die eine Stunde ist rum. Die eine Stunde, mit der wir uns jetzt in eine Einführung mit OpenBSD beschäftigen konnten. Vielen Dank dir. Ja, und danke euch beiden. Und euch noch einen schönen Abend. Und nochmal einen Applaus zum Abschluss.
Bye.